So, dann kann der ganze Mist hier wieder rein. Das wir jetzt nicht benötigen. Das da, das da. Dann hole ich mir mal eine Kiste hier wieder. So. So, das kenne ich jetzt. So, dann können wir das hier ringsherum bauen nochmal. Fehlen uns eigentlich nur noch die Ecken, oder? Ach ne, hier war glaube ich auch noch. Genau, den konnte ich jetzt aber nicht bauen. Wegen dem da. Da ist sogar noch drin. 169. Hm. Na ja, gut. Wie man auch sei. So. Achso, ich wollte jetzt mal gucken, ob wir eigentlich auch schon Meilenstein machen könnten. Mit dem großen MK2 hier müssen wir sowieso Stahl herstellen. Aber das bleibt sowieso nicht aus. Naja, gut. Dann ist es halt so. Warte mal, können wir nicht aber trotzdem schon mal was reinschmeißen? Hier. Wenn man jetzt wechselt, ist es trotzdem drin. Ach, warte mal, kann man nicht überall schon irgendwie mal was reinschmeißen? So. Schmeiß jetzt einfach irgendwie mal was rein schon in den ganzen Dingern. Dann ist ja überall schon mal ein bisschen was drin. Das ist aber cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Er wollte die Hypertypes haben erst. Ja, das kriegt er so. Wenn er so haben wollte, vielleicht habe ich sie ja bis Freitag geschafft. Ja? Wer weiß, wer weiß. So. Wenn man jetzt hier steht, sieht man nur eine komische Wand. Und unten der Hänge. Achso, warte mal. Wir haben jetzt Eisenplatten und Beton haben wir. Ich habe immer noch Material, was kein Mensch braucht. So. Erstmal wieder voll essen. Achso, nee, warte mal. Ich wollte ja erstmal die kleinen hinbauen. Dazu Eisenstangen. Eisenstangen und Platten habe ich. Ich hole mir mal die Eisenstangen. Es kommt ganz gut hier so, wenn man da drüber so läuft. Die waren, glaube ich, hier drin, aber nee. Nee. Ich wollte schon sagen, alle gute Dinge sind drei, aber dann war es doch nicht so. So. Wie sieht's hier aus? Ja, fühlt sich. Ja, ganz schick. Komm mal hin. So. Dann wollen wir mal da drüben mit. Warte mal, ich gehe in das runter. Vielleicht mache ich ja doch schon die Produktion für Stahlbaren und Stahlproduktion. Ich glaube, das können wir heute vielleicht auch noch gebacken. Können wir mal gucken. Zumindest, dass wir erstmal Stahl haben und da muss ich doch wieder kappen. Das haut da nicht hin. Das haut nicht hin. Das können wir nicht gebacken hier.
alles MK2, ja. Na ja, gut, ist eh nur. Ist nur Cola, okay. Ja. Die sollen ja vernünftig laufen. Klar, wenn die jetzt laufen, ist es selber, als wenn jetzt hier drei nicht laufen. Aber es macht ja keinen Sinn. Es macht absolut keinen Sinn. Und es macht keinen Sinn, wenn ich. Muss ich auch mal da wieder irgendwie hochkommen. So rumlaufen konnte ich auch nicht. Ich würde mal sagen, wir bauen uns hier mal was. Nee. Sieht das doch aus. Warte mal, wir können hier unten. Haben wir Blech? Nee, haben wir nicht im Inventar. Hier drunter, das müssen wir auf alle Fälle wegnehmen. So, dann bauen wir mal hier hin. Hier. Kommen wir hier zumindest hoch. So, eigentlich müsste ich das ja hier so, damit wir hier drunter durchkommen. Alter, die sind voll. Also Wasserprobleme haben wir anscheinend jetzt gerade nicht. Das haben wir schon mal geschafft, dass die voll sind. Okay, das ist schon mal schön. So. Hier war verkehrt rum. Doch, das will ich eigentlich. Ich will da noch, dass man das sieht. So. Das ist so. Na, das ist schön. Genau. Kann man so später nochmal ein Hausflur nach oben machen. Aber wer da irgendwie hochkommt, nehme ich jetzt den da weg. Mal gucken, ob das so ausreicht, wie ich es mir vorstelle. Ich nehme mal die dicken hier. Ja. So, dann hat man hier einen Aufgang. Vielleicht lasse ich dich sogar so. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. So, dann haben wir das hier. Dann kommen hier noch Zäune rum und dann ist schick und hier. Oh, darauf freue ich mich jetzt schon, wenn man hier so schräg bauen kann. Die Dinge. Klar gibt es schon als Mod, aber wenn man das alles in einer Vanilla-Version hat. Und ich bin auch der Meinung, Leute, die das als Mod gemacht haben, daraus haben sie es so ein bisschen resultiert, ein bisschen herausgenommen und es halt umgewandelt und es halt in ein Spiel implementiert mit. So, da oben sind Fundamente. Irgendwas habe ich da oben gemacht, weiß ich aber nicht mehr was. So, dann gehen wir mal auf die 3 und setzen mal unsere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann habe ich da meine ganzen Wände. Ja. Falls ihr nicht wisst, wie das hier unten funktioniert mit der Leiste, einfach auf Alt gedrückt halten und dann mit dem Mausrad drehen. Und dann könnt ihr hier bis zu 10 Dingern hinmachen und euch das ein bisschen sortieren. Ich wollte jetzt mal hier nach vorne. Ich glaube, das mache ich auch nochmal extra auf eine Nummer. Und zwar machen wir das hier auf die Nummer 4. Für die, die es auch nicht wissen, einfach drauf, einfach nur mit dem Zeiger rauf und dann einfach auf die Nummer drücken. 1, 2, 3, 4, 6. Kommen nachher noch welche dazu.
Das passt erstmal soweit. Ich will immer. So. So. Alle Produkte kommen eigentlich alle von da, also das heißt, hauptsächlich von da, das heißt, hier rein. Dann haben wir... eins, zwei. Also wird auch ein Provisorium hier werden. Als Fest, warte mal, wie man auch hier. Warte mal, das kommt mal hoch. Ja, doch, wie man auch hier. Das wird natürlich nicht unser Hauptlager, das wird einfach nur erstmal ein Zwischenlager werden. Unser Hauptlager, das wird ganz anders. Das wird riesengroß werden. So. Ich muss ja hier irgendwie erstmal irgendwie die Ressourcen hier auch rankriegen. So, das ist 1, 2, 3. Dann kommen, habe ich nicht, da hinten noch die 10, beziehungsweise auf der Tastatur 0. Jetzt mal hier hin. Passt das? Na komm. Das kann ich da nicht bauen oder was? Muss ich nochmal machen. So. Und so. Passt das denn da? Scheint so. Ah, kann man mit leben. So. Ja, sieht okay aus. Kann man nicht meckern. So. Dann kommen wir hier schon unsere nächsten. Eins, zwei, drei. So, warte mal. Wir sind ja da rum. Uah. Machen wir nochmal so. Ja, komm, wir fangen hinten an. Dann komme ich vielleicht auch noch besser ran. So. So. Dann gehe ich mich runter. So. So. Jetzt gerade. Ah, ne, ist schief. Das ist schief, das gefällt mir nicht. Ups. Geht das jetzt gerade durch? Ja. So. Und so.
Alles gerade, richtig? Ich hoffe es. Ja, alles gerade. Wunderbar. So nicht anders. Und dann kann er hier runter. Oder können die denn hier runter? Eigentlich könnte man das auch anders machen. Nee, das war so. 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 Dann sind sie alle gerade richtig. Richtig. Wunderbar, es ist genau so und nicht anders, meine Damen und Herren. Mhm. Oh, dann können die mich. Dann verbinde ich nur noch diese jetzt mit dem Container. Die sind schon verbunden. Man hätte es zwar noch ein bisschen anders machen können, dass die denn oben sind, noch eins höher. Aber da es ja eh nur Provisorium hier ist und eigentlich auch das Provisorium ein bisschen schöner aussehen, dachte ich mal so. Verdammt, so. Dann nehmen wir mal. So. Weil hauptsächlich geht es ja heute nur darum, Gebäude zu bauen und nicht wirklich Produktion. Eventuell setze ich noch die ganzen, sag schon, die ganzen Förderbänder so, dass ich da schon mal rein kann. Eigentlich müsste ich noch irgendwie einen Weg da nach drüben bauen. Mit den Oh ja, das mache ich. Das mache ich. Ich habe da eine richtig geile Idee. Und das scheint egal zu sein, wie rum. Da war ich wieder schneller, als er überbauen konnte. Hier mache ich einen Durchgang. Hier kommt er weg. Trotzdem hier nochmal Platz. Denn hier muss ja noch gebaut werden. So. Das war das. Ich baue das jetzt rüber bis zum Hub. Das soll aber nur als Weg dienen, dass man da rüberlaufen kann. Und zwar so. Und dann nehmen wir uns aber nicht die, wir nehmen uns die. Die sehen beide gleich aus, oder? Beide Seiten. Dann kommt da noch so ein schickes Dach auf. Und dann hat man hier einen Durchgang. Ich weiß ja nur, das neue Update kommt ja im Herbst raus. Ja, der Herbst geht aber auch 3 Monate. Soll aber dieses Jahr auf alle Fälle rauskommen.
schon wieder irgendwo hingebaut, wo es nicht hin sollte. Darum. So. Solche Ideen kommen ja nur meistens, wenn man anfängt zu bauen. Dann denkt man sich so, ach, warte mal, das kann man noch bauen. Ach, das kann man ja so bauen. Ach, wie geil. Und hier, und jenes. Wenn man auch gewisse andere Sachen bauen möchte, dann muss man auch teilweise tricksen. Aber ich weiß nicht, ob die das ändern, sobald die Kollision reinkommt. So. Genau. Deswegen passt das ganz gut. Dass wir die Fenster genommen haben, weil hätten wir jetzt die genommen, können wir es denn am besten zeigen. Ich zeig's mal hier. Dann sieht man hier das Fundament, das finde ich hässlich. Und hier sieht man das nicht. Und das ja gut, hier drunter. Aber ich glaube in Update 5 kommen sogar auch noch diese schmalen Dinger. Schauen wir mal. Aber hier müssten ja sowieso noch Pfeiler drunter. Stützenpfeiler. Aber die haben wir noch nicht. Die müssen wir uns auch erstmal im Shop kaufen. Und dann kommen hier drunter noch Stützpfeiler. Und dann sieht es richtig geil aus. Die Rahmen haben wir auch noch nicht, ne? Nee, die Rahmen brauchen wir auch nicht. Gab es überhaupt Rahmen? Oder war das durch einen Mod? Nee, konnte man auch im Shop kaufen. So. Dann haben wir das. So. Hier. Eigentlich können wir hier noch weiter bauen. Jetzt baue ich es doch so. Was hätten wir halt so? Aber wir können es ja hier ändern. Obwohl, nee, warte mal, die lassen wir. Wir lassen die. Vielleicht fällt mir noch irgendwas anderes mal ein. Dass man das mal ein bisschen besser machen kann. Schauen wir mal. Dann kann dieser Weg hier eigentlich weg. Nee, warte mal, ich lasse den noch. Dann kommt man mich hier runter. Den lasse ich. Nee, den. Den lasse ich tatsächlich. Haben wir das eigentlich schon, dass man da durch die Wände bauen kann? Nee, das haben wir leider noch nicht. So, mal ein bisschen andere Musik hier machen. Machen wir denn? Ah, schauen wir mal da. Schauen wir mal da rein. Gucken. So. So, das Kabel müssen wir ja auch mal irgendwie anders verlegen. Aber der ist voll. Das ist schon mal schön, dass das so weit geklappt hat. So, Lampen müssen wir hier unten wann rein. Oh, das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig hammergeil aus. Ich überlege, ob wir nicht sogar die großen nehmen, Fundamente, und dann so eine. Und dann die Wände hier, warte mal. Und dann nimmt man einfach die
dicken Fundamente, dann ist es halt runter nicht so hohl. Ich glaube, das mache ich eher. Aber dann werde ich das mal austauschen. Von oben. Ich glaube, das machen wir. Oder wie sieht das... Oh, warte mal, wenn ich jetzt... die... Nee, das sind hier die dicken. Foundations, die schmalen. Könnte ich da dann noch theoretisch durchlaufen? Schauen wir mal. Ey, man kann sogar noch durchlaufen. Leck me. Dann nehmen wir doch die. Dann nehmen wir die hier. Ich glaube, das macht eher Sinn, wenn ich die da drunter erstmal wegnehme, wa? Ich glaube, das macht gerade ein bisschen mehr Sinn. Aber bevor ich lösche, erstmal weg hier. Ich kann da sogar noch durchlaufen, das ist schon mal geil. Guck, guck. Brauche ich ja doch nicht die Dinken nehmen. Machen wir das so. Aber trotzdem müssen ja noch Stützpfeiler drunter. Und die müssen wir uns im Shop noch kaufen. Wenn wir schon da drüben sind, dann können wir ja gleich mal gucken. Was hier an Pompons brauchen, jetzt habe ich schon wieder unten glaube ich gebaut. So, dann gehen wir mal hier gucken. Ja, das sieht doch viel besser aus so. Man kann da noch durchlaufen, wunderbar. Hier geht's abwärts, meine Damen und Herren. So, einen Shop wollte ich gucken. Fundamente von... Was ist denn die Stützpfeiler? Hier. Zwei Coupons. Ich glaube, das kann man... Was haben wir denn hier eigentlich noch drin für Mist? Das können wir schreddern. Das können wir schreddern. So. Schredder mal das und das. Gucken, was das bringt. Zwar nicht viel wahrscheinlich.